Oh, hallihallo, liebe meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Wasteland 2. Ja, was haben wir gemacht in der letzten Folge? Wir haben die Kisten geknackt und Kisten geknackt und Kisten geknackt und Kisten geknackt. Und was machen wir jetzt? Wir knacken die Wand, ja. Und jetzt habe ich gerade schon tatsächlich 2 Minuten gespielt gehabt und da war wieder der Postbote da. Deswegen habe ich gesagt, unterbrechen wir das gerade mal eben. Und fangen dann gleich einfach neu an. Es ist eh nichts passiert, außer dass ich die Kiste aufgekriegt habe. Und in dieser Kiste war übrigens drin ein bisschen Munition, ein blöder Hut und noch eine blöde Tunika. Also hat sich wieder tierisch gelohnt. Ja, und jetzt geht es halt hier mit der Wand weiter, weil ich möchte unbedingt auf die andere Seite, weil es sieht hier interessant aus. Wahrscheinlich kommen wir hier auch anders hin. Das ist einfach wahrscheinlich nur, um hier reinzukommen und, naja, ohne den Alarm irgendwie auszulösen. zu lösen am Eingang. Ich probiere es jetzt trotzdem einfach einmal. Ich glaube nicht, dass wir heute in der Session, also ich mache jetzt noch diese Folge fertig und dann noch die nächste. Ich glaube nicht, dass wir heute aus Rodia rauskommen werden. Im Gegenteil, hier werden wahrscheinlich noch so viele Aufgaben auf uns zukommen. Das gibt's doch nicht. Was ist erstmal so ein riesen. So ein riesen Scheißknüppel da in der Hand, ne? Anstatt den mal zu benutzen. Das bringt irgendwie alles nichts. Was haben wir denn noch so? Ich finde sämtliche Folgen von Bluten. Dann sämtliche Folgen von Gift. Da bringt uns alles nicht so wirklich weiter. Die Frage ist jetzt, warten wir jetzt tatsächlich, bis er fertig ist hier mit seinem. Nee, komm, das sind 5 Minuten, das können wir nicht mal eben warten. Außer wir laufen jetzt erstmal ein bisschen. Ja, er kann ja schnell genug laufen. Ich vergesse das sonst sowieso wieder. Ich kenne mich. Dann kann ich lieber nochmal eben schnell neu starten. Das würde ich definitiv wieder vergessen, wenn ich jetzt das nicht mehr aufmache. Läuft wie Sau gerade. Ach Mann, 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 Mann. Ich will doch mal wieder ein bisschen Action haben hier. Action! Wobei, wir haben endlich Speichern. Raw. Hey, you folks, it's the mayor again. Ulrich down at the bar needs 2 or 3 able bodies to help clear out and trash the jerks left behind. Anybody free, head on over there. He's paying in scrap and shots. Schau's doch. Wären hier auch ohne Probleme anders durchgekommen. Wenn es nicht die Schläger sind, dann ist es die Krankheit. Was für ein Leben. Oh. Nein. Nicht schon wieder ein 12% Schloss. Ich erkunde jetzt erstmal hier das Dorf, beziehungsweise die Stadt, kann man ja schon bald sagen eigentlich. Eine Kiste mit Sprengstoff. 65% Mittel. Oh, klappt eh nicht. Oh. Klappt doch. 12%. Dudes, ihr macht mich fertig. Wir müssen echt jetzt zusehen, dass wir dem jetzt wirklich mal wieder ein Level hochgeballert kriegen oder so. Oder einfach mal so ein Skill-Wipe. Einfach mal, dass man wirklich die komplett anders neu skillen kann. Das wär's doch mal. Und vielleicht kann man das ja sogar. Ich weiß einfach nur nicht wo. Ich möchte es jetzt nicht ausschließen.
Nun funktioniert doch bitte. Das Schlimme ist, dass da drüben dieses Tor schon wieder ist, ne? Ja, nur einmal reparieren können wir es ja jetzt hier durch die Instandsetzung. Weil kann er das nicht auch selber sogar? Nein, kann er nicht. Ich müsste mal die Ränge gucken. Eigentlich müsste da ja auch mal was stehen von wegen den Ringen, was man, was die so haben. Ah, Stufe 29. Stufe 30 ist Leutnant. 29 Commander-Anwärter oder irgendwie sowas. Ich frage mich, wie viele Level es überhaupt gibt. Commander Kadett, Leutnant. Wieso ist er höher? Der ist auch Leutnant. Okay. Hm. Ja, nimm Schloss und mach auf. Genau. Boah, ist eigentlich eine Schande, bei dem Wetter drin zu sitzen hier und aufzunehmen. Aber gut, es muss ja sein. Weil, es ist ja gerade Montag. Und wenn diese Fliege jetzt gleich hier nicht verschwindet, stirbt sie. Obwohl, du bist nur... Das weiß sie nicht. Mann, was ist denn hier los, du Scheißviech? Entschuldigung. Aber es ist einfach tierisch nervig, wenn das Vieh die ganze Zeit so einen Zentimeter vor deiner Fresse rumfliegt. Das ist nicht schön. Das Schloss macht wieder mal, was es will. Nämlich nicht aufgehen. Oder warte mal, es tut genau das, wofür es da ist. Die Kiste verschlossen halten, sodass nicht fremde Leute, denen das nicht gehört, da rankommen. Naja, wir müssen das echt mal. Was haben wir denn für eine Stufe? Ach, Stufe 2 erst. Ernsthaft? So schlecht sind wir da drin? Das ist auch kein Wunder, dass wir uns hier einen abbrechen wie sonst was. Ich glaube, wir können noch mal einmal wieder reparieren, ne? Ja, hatte ich nicht gespeichert. Ich habe mir das jetzt gemerkt, Handarbeit 4 war das jetzt. Ich speichere das jetzt mal nicht, weil eventuell kann ich damit tatsächlich einfach meinen Rang nach oben treiben. Ich weiß, das ist Beschiss. Yes, baby. Okay, das haben wir. Shirt und Weste mit Flicken. Schön, ein kiffender Zauberer, eine Bassgitarre in der Hand und ein verbranntes Buch. Schön, alles das, was man im Prinzip nicht braucht. Gut, die Scheune machen wir als nächste, beziehungsweise die große Lagerhalle machen wir jetzt noch nicht auf. Wir gucken erst noch mal, wo es hier eventuell denn noch hingehen könnte. Wahrscheinlich gleich direkt in Minenfeld oder so ein Spaß. Ein Zahlenschloss und eine Falle. Ich lade das mal neu. Weil auch das gibt ja Erfahrungspunkte, die wir tatsächlich brauchen können. Und 30% ist immerhin schon deutlich über 12%. Oder 15%. Das war immer noch extrem wenig. Ich würde nicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% an einen Safe dran gehen, der eventuell explodieren könnte.
Da bin ich ein bisschen zu schisserig. Ah, 77% ist das schön. Wetten, das ist ein kritischer Fehlschlag. Oder auch nicht. Was ist denn da? Eine Holy Bible! Nein, ein Necromicon. Okay. Mr. Burns liest aus dem Necromicon vor. Apropos, da fällt mir gerade was ein. Ich sollte gleich mal definitiv mal mein Springfield kontrollieren. Hier gibt's Vögel. It's amazing. So, wie lange haben wir noch? 4 Minuten. Möchte ich jetzt ungern mit dem Knacken dieser Tür hier verschwenden. Aber andersrum, ein, zwei Mal kann man es ja mal machen. Aber das ist ein relativ großes Gebäude, da wird es bestimmt was geben. Es könnte die Destillerie sein. Könnte ich mir jetzt gerade vorstellen. Man sieht hier natürlich jetzt kein Schild dran oder so. Und es juckt hier auch einfach keinen, dass ich einfach mal die Tür knacke. Ist wahrscheinlich normal, das macht man hier so. Hier in Rodia. 5 von 10. Aber wir haben ja jetzt nicht, wir haben ja weitergemacht. Wir haben das ja nicht einmal zwischendurch neu gestartet, deswegen müssen wir mal ganz kurz eben gucken. Jetzt starten wir neu. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt auch nochmal, dass wir das reparieren müssen. Wenn der gleich 6 sagt, dann wissen wir, der zählt einfach weiter. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es so sein wird, weil die Informationen werden ja einmal ans Team geschickt und da wird die Errungenschaft ja gespeichert und freigeschaltet und ich denke nicht, dass es wieder zurückgesetzt wird, sobald das einmal passiert ist. Glaube ich persönlich nicht dran. Das heißt, theoretisch, wenn man genau weiß, man braucht das, könnte man auch einfach genau sagen, das konnte ich natürlich wieder nicht kontrollieren. Ja, hier ist die Brennerei. Tatsache. Ich glaube, wir sollten hier nicht mit Feuer spielen. Es könnte ordentlich explodieren hier. Ein Zahlenschloss. 77%, sehr schön. Wer chillt denn da drin in der Hütte? Chris van Grass. Naja. Ist halt hochgegangen. Was haben wir hier? Kanalschlüssel. Der scheint wichtig zu sein. Den tun wir hier rein. Chris Notizbuch tun wir auch mal hier rein. Und Mutantenkänguru-Pranke. What the fuck? Ist das eine Geiselhaft oder Lebenskünstler? Was ist das denn? Im Bett sitzt den Arm und eine ledrige Pennerin geschlungen ein dickbäuchiger junger Mann, der eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Bürgermeister von Grass hat. Er schaut euch mit blutenden offenen Augen an. Ich bin beschäftigt. Und womit genau bist du gerade beschäftigt? Qualitätskontrolle. Na, was verdammt nochmal sieht's denn aus? Ohne mich würde dieser verdammte Ort doch vor die Hunde gehen. Ich bin der Einzige, der verdammte Rezept für Hardboiled Tequila kennt. Ich bin der Einzige, der weiß, wie das verdammte Scheißzeug schmecken muss. Ich bin verdammt nochmal der Schlüssel dieser verdammten Stadt. Du sagst verdammt, verdammt oft. Und wisst ihr auch warum? Weil ich der verfickte König des Fickens bin. Ich ficke wie ein gefickter Gott. Hä? Hast du was gesagt? Was soll dieses Pfft? Nicht, Schatz, ich hab nur genießt. Du bist der beste Liebhaber, den ich jemals hatte. Ehrlich. Ist auch mal verdammt besser so. Reiches Papisöhnchen, der nichts auf die Kette kriegt und von sich selbst total überzeugt ist. Und naja. Kompensieren und so, sagen wir einfach mal. Ne, er muss was kompensieren, sagen wir einfach mal. Gut, ich würde aber mal sagen, wir machen hier mal ganz kurz eben einen kleinen
Cut. Sehen uns dann. Ich hab zu bumsen. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut. Sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, alles Gute. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.